Herzlich willkommen nochmal zum Webinar. Heute geht es um digitale Workshops. Vorab ein bisschen was Organisatorisches. Viele kennen GoToWebinar ja schon, aber Sie können mit uns über die Fragenfunktion kommunizieren. Das sehen Sie bei sich auf dem Panel. Das ist quasi unser Chat. Nicht wundern, nur wir können Ihre Fragen sehen. Das heißt, andere schreiben da auch was rein. Aber wir werden die Fragen dann vorlesen. Und zwar werden wir Fragen am Ende des Webinars beantworten, nach dem kurzen Praxisteil von Annika und zwischendurch gerne aber Verständnisfragen oder falls irgendwie technisch was ruckelt, darüber freuen wir uns sehr. Sie können sich auch gerne auf laut stellen lassen, dafür müssen Sie einfach das Handzeichen heben und wir stellen Sie dann auf laut. Und Sie erhalten auch am Ende des Webinars einen Feedbackbogen, wo Sie dieses Webinar bewerten können. Und wir freuen uns schon sehr über Ihre Rückmeldungen. Falls ich vergesse, deswegen sage ich es jetzt schon mal. Und Sie bekommen das Webinar auch, beziehungsweise die Präsentation dazu im Anschluss per E-Mail. Das Webinar selbst wird auch aufgezeichnet. Allerdings behalten wir uns immer vor, ob wir es auf die Website stellen oder nicht. Müssen wir mal schauen, wie es so ins Programm passt. Oder eben auch nicht. Genau, dann kommen wir auch schon zu der Vorstellung. Und zwar erstmal zu mir. Ich bin Svenja von Poblocki. Ich bin Researcher hier und zuständig für die Themen Digitales und digitale Bildung. Ja, komme ursprünglich aus der Personalentwicklung und habe Psychologie studiert. Ja. Und mit dabei ist heute meine Kollegin Dr. Annika Jansen. Annika, magst du dich selber kurz vorstellen? Ja, gerne. Vielen Dank dafür. Ja, hallo zusammen. Ich bin Annika Jansen. Ich bin hier Economist am KOFA, habe Volkswirtschaftslehre studiert und bin beim KOFA für die Themen Ausbildung, Arbeitsmarkt und Rekrutierung zuständig. Und wir haben dieses Jahr sehr viele digitale Veranstaltungen durchgeführt. Davon werde ich später ein bisschen was erzählen, wie da unsere Erfahrungen dieses Jahr gewesen sind. Perfekt, vielen Dank. Genau, deswegen auch kurz zum der Agenda des heutigen Webinars. Am Anfang werde ich Ihnen ein bisschen was zu Workshops und digitalen Workshops erzählen und auch schon mal so ein paar theoretische und vielleicht auch ein paar praktische Tipps geben. Und dann wird Annika erzählen, wie digitale Workshops und Veranstaltungen bei uns im KOFA gelaufen sind, beziehungsweise bei Annika. Und da können Sie gerne auch mit Ihren Fragen einsteigen und diskutieren und uns löchern. Und am Ende geben wir Ihnen noch eine Take-Home-Message mit und geben Ihnen einen Ausblick auf weitere Webinare, die Sie vielleicht auch interessieren könnten. Ja, dann legen wir auch gleich schon los. Was ist überhaupt ein Workshop? Auf Deutsch bedeutet das nichts anderes als eine Arbeitsgruppe, ein Arbeitstreffen oder ein Arbeitskreis. Laut dem großen Workshop-Buch von Ulrich Lipp ist ein Workshop Arbeitstreffen, in denen sich Leute in einer Klausuratmosphäre einer ausgewählten Thematik widmen. Also da sind zwei Aspekte drin. Erstens ist Klausuratmosphäre, das heißt, die Leute schließen sich irgendwie ein und arbeiten intensiv an einem Thema. Und eben, das zweite habe ich schon gesagt, eine ausgewählte Thematik. Also es ist nicht so, dass man fünf Themen in einem Workshop bespricht, sondern es geht um etwas Spezifisches. Der Duden sagt, ein Workshop ist Kurs, Veranstaltung oder ähnliches, in dem bestimmte Themen von den Teilnehmern selbst erarbeitet werden, praktische Übungen durchgeführt werden. Da sind zwei neue Aspekte drin, nämlich es muss selbst erarbeitet werden und es gibt praktische Übungen. Das heißt, ein Workshop ist eine interaktive Arbeit in Gruppen. Man erarbeitet sich etwas selber, deswegen ist das heutige Online-Seminar auch kein Workshop. Außerdem ist es außerhalb der Routinearbeit für eine begrenzte, kompakte Zeitdauer. Das heißt, Ihr wöchentlicher Joe Fix zum Beispiel ist deshalb kein Workshop. Und das Ganze wird meist durch eine Moderatorin oder einen Moderator geleitet, der den ganzen Workshop auch konzipiert hat. Und die Ergebnisse, die man eben gemeinsam in diesem Workshop erarbeitet, wirken über den Workshop selbst hinaus und beeinflussen weiter die Arbeit. Wozu braucht man Workshops überhaupt? Workshops braucht man zum einen, zum Beispiel, um Konflikte im Team zu lösen oder generell den Teamzusammenhalt zu stärken. Also so als Networking-Tool quasi. Man kann zum Beispiel einen Workshop machen, um die Teamrollen zu finden. Oder einfach, wie gesagt, den Zusammenhalt zu stärken. Außerdem kann man Workshops verwenden, um Ideen zu generieren, irgendwie eine Unternehmensstrategie zu finden, ganz praktisches oder beispielsweise Design Thinking Workshops, die ja im Moment relativ bekannt sind. Oder man kann Workshops auch als Trainingmethode nehmen, um Teilnehmer eben etwas praktischer arbeiten zu lassen. Zum Beispiel, wenn man Social Media Beiträge irgendwie zeigen will, wie man gute produziert,
ja, lässt man im Workshop einfach selber Social Media Inhalte erarbeiten und so können die Teilnehmer was mitnehmen, haben selbst was erarbeitet und gleichzeitig was gelernt. So, und es soll ja heute nicht nur um Workshops gehen, sondern um digitale Workshops. Und was sind da überhaupt Unterschiede? Also, das Erste, in Präsenzworkshops ist man in einem bestimmten Raum. Also, man geht da rein und hat eben diese Klausuratmosphäre und kann sich auf ein bestimmtes Thema konzentrieren. Außerdem bietet so ein Raum auch ganz andere Möglichkeiten irgendwie. Man kann den Raum selber umgestalten, man kann die Leute drin rumlaufen lassen. Ja, und so schauen dann digitale Workshops aus. Man sitzt am gleichen Arbeitsplatz, egal ob im Büro oder im Homeoffice. Man kann sich irgendwie nicht wegschließen, man hat die ganze Zeit noch Einflüsse von außen. Und es ist auch so, dass man eben so diese Interaktion mit, ja, der ganzen Körpersprache nicht so gut hat. Außerdem, von Körpersprache ist es so, bei Präsenzworkshops kann man die ganze Zeit sehen, wer interagiert mit wem. Man kann sich nonverbale Kommunikation geben und man kann eben einfach sehen, lächelt mich derjenige gerade an, will der gerade was von mir, wer will gerade sprechen. Ja, bei digitalen Workshops schaut es, wenn es gut läuft, so aus, dass man nur ein Bild hat und man weiß, okay, das passiert, aber meistens ist ja in mehreren Gruppen und dann hat man ein kleines Bild, man hat Mimik, man kann sich nicht mit nonverbaler Kommunikation verständigen. Und deswegen ist es so, dass man auf keinen Fall digitale Workshops eins zu eins so aufbauen kann wie Präsenzworkshops. Also man muss da bei der Gestaltung schon ein paar Punkte beachten. Und zwar gebe ich Ihnen dafür erstmal ein paar allgemeine Tipps, was Sie vor dem Workshop beachten sollten, während des Workshops und nach dem Workshop. Vor dem Workshop ist es so, dass man bei digitalen Workshops oder Veranstaltungen generell weniger Teilnehmende haben sollte als bei Präsenzworkshops. Also definitiv unter 10 würde ich empfehlen, weil man eben einfach mit der ganzen fehlenden nonverbalen Kommunikation einfach nicht so gut das Ganze steuern kann und es super schwierig wird, die Gruppe sonst unter, ja, einfach, ja, unter Kontrolle zu halten, zu steuern, dass die Arbeit auch gut funktioniert. Man sollte das Ganze kürzer halten und mehr Pausen machen, weil einfach mit Zoom-Fatigue und die ganze Zeit vom Bildschirm hängen etwas anstrengend ist und man eben auch die ganze Zeit noch Einflüsse von außen hat, wo Kollegen drumherum sitzen. Und deswegen sollte man Workshops auf das Wesentliche konzentrieren, um sie dann insgesamt kürzer zu halten. Während des Workshops ist es wichtig, direkt zu kommunizieren, weil eben die nonverbale Kommunikation wegfällt. Das bedeutet zum einen, sagen Sie direkt, was Sie von den Teilnehmenden wollen. Also zum Beispiel stellen Sie Ihren Bildschirm an am Anfang, so ganz banal. Oder auch bei den Arbeitsaufträgen. Häufig ist es ja so, zum Beispiel brainstormen Sie jetzt. Und was im Präsenzworkshop vielleicht noch ganz gut funktioniert, wenn man das nur so vage ausdrückt oder einfach nur verbal sagt, ich würde empfehlen, dass Sie das bei digitalen Workshops wirklich aufschreiben und auf jeden Fall auch nochmal auf Nachfragen im Chat achten. Wichtig ist auch, Smalltalk zu erzwingen. Beim Digitalen kommt das nicht automatisch, sondern man muss sich Taktiken überlegen, wie man die Leute zum Smalltalk bringt. Also Sie können sich am Anfang schon Fragen überlegen, zum Beispiel die Klassiker. Ja, sitzen Sie gerade im Büro, sitzen Sie im Homeoffice? Ja, wie ist das Wetter bei Ihnen tatsächlich? Oder ja, hatten Sie ja auch die letzte Woche so Internetprobleme? Überlegen Sie sich ruhig schon Fragen, damit die Leute ins Gespräch kommen, weil das eben nicht so natürlich kommt wie im normalen Workshop. Weil dieses Nonverbale auch wegfällt und man einfach nicht so direkt an den Teilnehmern dran ist, ist es auch hilfreich, während des Workshops immer mal wieder Stimmungsabfragen zu machen. Das kann sein, entweder mit so einem, ja, auf so einem digitalen Whiteboard einfach, wo man Smileys, so eine Smiley-Sheet macht und sagt, okay, punkten Sie mal da drauf. Oder man kann denen einfach eine Smiley in Chat schicken lassen. Wie fühlen Sie sich gerade? Ja, da gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten. Einfach ein GIF kann man auch schicken lassen, einfach damit Sie wissen, wie ist die Stimmung gerade zu einer Gruppe. Das ist ja bei Präsenzworkshops auch super wichtig. Es fehlt halt nur bei digitalen Workshops so dieses direkte Feedback. Und das ist eben ein ganz guter Weg, um das zu umgehen. Nach dem Workshop, Sie haben den Workshop selbst digital gestaltet, deswegen nutzen Sie das und vermitteln Sie Ihre Ergebnisse auch digital, schicken Sie das per E-Mail oder per Teams und schaffen Sie auf jeden Fall auch Raum zum Netzwerken zwischen den Teilnehmenden. Das kann eine Teamsgruppe sein, das kann ein E-Mail-Verteiler sein, ich weiß auch nicht, ein Forum, vielleicht ein
ihrer internen Social Media Bereich, damit die eben auch diesen Aspekt des Workshops mitnehmen. Häufig ist es ja so, man geht zum Workshop und freut sich darauf, andere Leute kennenzulernen und neue Kontakte zu knüpfen, ja, eben aus den verschiedenen Branchen. Und so können sie das virtuell so ein bisschen nachahmen. Ja, außerdem habe ich noch ein paar technische Hinweise für Sie. Wie können Sie das Ganze überhaupt gestalten? Was für Tools gibt es? Es gibt zum einen mal die klassischen Video-Tools. Das kann sein sowas wie hier GoToWebinar, aber auch die normalen wie Zoom oder Microsoft Teams oder ich weiß nicht, was Sie verwenden. Dann gibt es auch sogenannte virtuelle Lernumgebungen. Da kann man so mit Avataren quasi rumlaufen und dann funktioniert das ein bisschen besser, so dass man zum Beispiel Aufstellübungen macht. Es gibt digitale Whiteboards, wo man irgendwie was hinmalen kann, wo die Teilnehmer sich austoben können, kreativ sein können und alles machen können, was man auf einem normalen Whiteboard eben auch macht, mit Post-its arbeiten zum Beispiel. Es gibt Umfragetools oder Wordclouds, wo man dann selber sieht, okay, was habe ich geantwortet, was habe ich nicht geantwortet, was haben die anderen so gemacht, wie ist die Meinung der anderen zu einem Thema, wie ist das Wissen so der Teilnehmenden. Es gibt Quiz-Tools, um Wissen abzufragen oder auch schauen, ob die Teilnehmenden was aus dem Workshop mitgenommen haben. Clouds kann ich empfehlen, um dann später die Ergebnisdokumentation zu machen. Es gibt aber auch spezifische Dokumentations- und Projektmanagement-Tools, die kann man auch in Workshops verwenden, um dann eben zu sichern, okay, wer macht was irgendwann später. Und damit kann man sich dann auch gut vernetzen. Technisch würde ich auch noch beachten, dass Sie und die Teilnehmenden sich wohlfühlen müssen mit der Plattform, die Sie verwenden. Also es kann zum Beispiel sein, dass wenn Sie eher weniger technisch affine Teilnehmer haben, dass es besser ist, wenn Sie einfach auf die gängige Videosoftware, die Sie eh schon haben, zurückgreifen und nichts Neues machen und vielleicht noch ein irgendwie interaktives Tool mit einbauen. Generell gilt da, weniger ist mehr. Wenn Sie jetzt zum Beispiel aber lauter Digital Natives haben, die sich super gut auskennen, können Sie natürlich auch mehr Tools nehmen und auch mal eine neue Plattform ausprobieren und schauen einfach, was Ihnen gefällt. Dreifach hält besser, da beziehe ich mich auf die Technik-Checks. Und zwar ist es so, dass Sie vorab den Teilnehmern erklären sollten, wie die Plattform funktioniert innerhalb mit irgendeiner Anleitung. Dann sollten Sie einen Technik-Check mit den Teilnehmern dann machen und drittens noch irgendwie Ihre Handynummer und oder so rausgeben, falls irgendwie das, was doch nicht funktioniert, damit die Teilnehmenden Sie erreichen können, damit Sie da auf jeden Fall abgesichert sind und technische Probleme nicht Ihrem Workshop im Weg stehen. Rücken Sie sich ins rechte Licht. Ja, da haben wir am 15. Dezember noch ein Webinar dazu, wie Sie sich gut virtuell präsentieren. Generell geht Licht von oben und die Kamera ein bisschen höher platzieren. Ich habe gerade so einen Block darunter, damit man nicht so von unten gefilmt wird. Das wären so gute Basic-Tipps. Und Gegensätze ziehen sich an. Das bedeutet, wenn Sie irgendwie Kleingruppenarbeiten machen, schauen Sie, dass da technisch affine Leute und nicht technisch affine Leute irgendwie zusammengewürfelt sind, damit das nicht so ungleich verteilt ist und die sich gegenseitig unterstützen können. Ja, jetzt noch ein paar praktische Tipps, wie versprochen. Und zwar einmal Icebreaker. Icebreaker ist so was, womit man am Anfang irgendwie Workshops auflockern kann. Und viele denken sich, das ist digital vielleicht ein bisschen schwierig, wo man so ein bisschen, ja, wie gesagt, das Eis brechen kann und die Stimmung der Teilnehmenden auflockern kann. Das wäre einmal Aufstellübungen, die gehen nämlich auch digital, zwar nicht 1:1, aber mit Whiteboards, da kann man einfach die Namen der Teilnehmenden zum Beispiel draufschreiben und allen Teilnehmenden sagen, ja, schätzen Sie doch mal, wer hatte wohl den weitesten Anfallweg oder schätzen Sie mal, wer war das letzte Mal im Urlaub? Das ist auch eine interessante Frage in Corona-Zeiten. So können Sie die Klassiker quasi übersetzen. Andere schöne Übung, um auch die digitalen Whiteboards kennenzulernen, wäre einfach Memory mit einem Whiteboard. Das heißt, Sie legen einfach Bilder da drauf, jeweils zweimal und machen einfach ja, ein Kästchen drüber über das jeweilige Bild und die Teilnehmenden müssen das nach und nach aufdecken. Und was ganz Digitales, was nicht möglich ist, so live ein GIF-Battle. Schreiben Sie auf ein digitales Whiteboard einfach irgendein Motto, ich weiß nicht, zum Beispiel Startup Life. Und die Teilnehmer sollen auf einer GIF-Webseite raussuchen, was sie damit verbinden.
Und ja, dann wird bepunktet, was die witzigste oder die kreativste Antwort ist. Und dann können auch manchmal ganz witzige Sachen rauskommen. Anderer Punkt, Energizer. Wenn man nach dem Mittagessen irgendwie im Suppenkoma ist oder irgendwie schon 3 Stunden digitalen Workshop hatte, wird es meistens Zeit, damit die Teilnehmer ein bisschen aufwachen, irgendwelche, ja, Übungen zu haben, die vielleicht nicht so viel was mit dem Workshop selbst zu tun haben, aber einfach ein bisschen Energie wieder in die Runde bringen. Digitale Tipps dazu. Einmal, ja, einfach vor der Kamera irgendwie sich bewegen. Es kann sein, einfach, 8-mal, 4-mal, 6-mal, 2-mal jeweils das Bein, den Arm und so weiter schütteln. Genau, es können aber auch einfach irgendwelche Stretching-Übungen sein, die Sie mit den Teilnehmenden zusammen machen. Kann auch jeder selber machen, wenn Sie sagen, lassen Sie sie aufstehen und rausgehen. Das Gruppengefühl ist natürlich schöner, wenn man es zusammen macht. Oder man lässt die Teilnehmer irgendwelche Sachen aus der Wohnung holen. Also zum Beispiel holen Sie irgendwas Silbernes, da wäre der Kochtopf, und dann eine kleine Challenge draus machen. Und so, dass die Teilnehmenden auch motiviert sind und irgendwas man auch irgendeine Kleinigkeit gewinnen kann. Und was ich auch ganz witzig finde immer ist PowerPoint-Karaoke. Das heißt, man bereitet ein paar kleine Präsentationen vor. Häufig hat man noch irgendwelche in der Hinterhand und die Teilnehmer müssen einfach aus dem Stegreif irgendwas präsentieren. Genau. Das war's von mir mit theoretischem Input und jetzt kommen wir zu den Erfahrungen meiner Kollegin Annika. Magst du denn mal erzählen, was du überhaupt schon für Erfahrungen mit digitalen Veranstaltungen, digitalen Workshops hast? Ja, sehr gerne, Svenja. Ja, danke für den super Vortrag. Ja, wir haben eigentlich dieses Jahr tatsächlich sehr viel Live-Veranstaltungen und Workshops geplant, aber durch die Corona-Krise mussten wir halt wie viele andere auch auf digitale Veranstaltungen umsteigen. Was wir beim KOFA schon sehr lange machen, sind Webinare anzubieten, aber dieses Jahr haben wir auch weitere Veranstaltungen wie zum Beispiel Workshops digital durchgeführt. Wir betreuen zum Beispiel das Projekt Passgenaue Sätze und die dazugehörigen Veranstaltungen haben, ja, finden dieses Jahr alle digital statt. Und dazu gehören neben Webinaren und Schulungen auch Stammtische und eine große Jahrestagung. Bei den Stammtischen ging es mehr darum, dass die Teilnehmer sich über ihre Erfahrungen austauschen, während es bei den Schulungen mehr um Wissensvermittlung ging. Die Jahrestagung war etwas festlicher, dort, aber da haben wir auch sozusagen ja, 5 Praxis-Workshops integriert. Ja, also ganz unterschiedliche Formate, aber die Herausforderungen waren sehr ähnlich und wir haben dieses Jahr auf jeden Fall sehr viel Neues dazu gelernt. Das hört sich genauso an. War bestimmt ein spannendes Jahr bisher. Was hast du denn mitgenommen? Also, was würdest du sagen, was muss man machen, damit digitale Workshops, digitale Veranstaltungen zum Erfolg werden? Ja, also viele, viele Aspekte hast du ja gerade schon genannt, die man beachten muss. Also ganz ähnliche Erfahrungen haben wir auf jeden Fall auch gemacht. Ich finde, grundsätzlich sollte man natürlich auf die gleichen Aspekte achten, wie auch bei einer realen Veranstaltung. Also so, ne, auf Planung, Zeitmanagement, Aktivierung der Teilnehmer und so weiter. Wichtig ist es aber auch, dass das Ziel der Veranstaltung nicht aus dem Auge zu verlieren. Also zum Beispiel wollen wir eher, dass die Teilnehmer sich primär austauschen, wollen wir, dass Wissen vermittelt wird oder geht es darum, etwas Gemeinsames Neues und zu entwickeln? Und das sind ganz unterschiedliche Ziele. Wenn es zum Beispiel darum geht, neue Ideen zusammenzubringen, haben wir zum Beispiel eine digitale Pinnwand benutzt. Also wie bei einem realen Workshop kann dann nach einer kurzen Phase der Stillarbeit jeder Teilnehmer seine Ideen auf ein Post-it oder auf einen Zettel schreiben und am Ende ja, kann man diese Post-its dann an die Pinnwand heften, man kann die frei verschieben und dann am besten irgendwie am Ende die besten Ideen mit Herzchen oder Sternchen bewerten. Also von daher in dem Sinne stehen digitale Formate den realen Formaten eigentlich in nichts nach. Was man aber dennoch so bedenken muss, ist, dass einfach die Aufmerksamkeitsspanne nicht so hoch ist. Also man wird schnell abgelenkt, man wird einfach schneller müde, wenn man lange vor dem Bildschirm sitzt. Das heißt, man sollte grundsätzlich darauf achten, die Veranstaltung nicht zu lange durchzuführen oder zumindest viele Pausen einzulegen. Zum Beispiel haben wir das bei der Jahrestagung so gemacht, dass wir diese Tagung über 2 Tage verteilt haben, also einen Nachmittag und dann den nächsten Vormittag, sodass man dann eben nicht einen langen Tag hat.
Eine andere Veranstaltung haben wir zum Beispiel auf den Vormittag und auf den Nachmittag gelegt mit einer langen Mittagspause dazwischen. Ja, und generell zeigt sich auch, dass wirklich so kurze Formate mit fokussierten Inhalt auch immer sehr gut rüberkommen. Okay. Hast du denn noch Tipps, wie man so die Aufmerksamkeit halten kann während der Veranstaltung? Also außer die zu kurzen Veranstaltungen? Ja, klar, immer weiter kürzen ist natürlich keine Lösung. Ja. Abwechslung ist natürlich auch super wichtig. Also was wir zum Beispiel bei vielen Veranstaltungen und Workshops gemacht haben, dass wir immer zu drei Moderatoren waren. Und die Teilnehmer haben uns auch da zurückgemeldet, dass sie gerade diese Abwechslung sehr gut fanden. Also einfach unterschiedliche Stimmen zu hören und unterschiedliche Gesichter zu sehen, das bringt schon ein bisschen Abwechslung rein. Und ganz klar entlastet einen das natürlich auch selber, gerade wenn das eine lange Veranstaltung ist. Ja, aber man sollte halt grundsätzlich nicht vergessen, die Teilnehmer auch wirklich zu aktivieren. Also im realen Workshop oder bei einem Vortrag stellt man ja auch zwischendurch mal eine Frage und regt die Teilnehmer sozusagen so zum Denken an. Und im digitalen Raum gibt es dafür aber auch eine ganz schöne Menge an Tools, um sowas zu machen. Also es gibt zum Beispiel ja, so Meinungsabfragen, die man durchführen kann, bei denen man dann auf dem Bildschirm in Echtzeit die Abstimmungsergebnisse sieht. Das war schon cool. Ja, und unsere Erfahrung ist auch, dass so Quiz- oder Rätselspiele immer gut ankommen. Also das Mitdenken oder Mitraten steigert einfach die Aufmerksamkeit. Und man kann das zu ganz unterschiedlichen Dingen anwenden. Also man kann lustiges Quiz machen, das eher so der Unterhaltung dient. Man kann aber auch ein Quiz gut nutzen, um Wissen zu vermitteln. Also wir haben das Tool zum Beispiel genutzt, um zu zeigen, auf welche Aspekte man bei der Rekrutierung von Auszubildenden achten soll. Weil so kann man sich die Dinge einfach dann besser merken, wenn man schon mal vorher mitgeraten hat. Spannend. Musst du nachher mal mehr erzählen. Habt ihr auch schon mal Icebreaker und Energizer genutzt? Also, weil ich die ja erzählt habe, macht ihr das regelmäßig? Ja, genau, sowas haben wir auch genutzt. Also, was wir gemacht haben, ist so digitale Landkarten zu nutzen, auf denen man dann einen Ort markieren kann. Das ist einfach relativ schnell und unkompliziert. Und dann haben wir die Teilnehmer gebeten, da zu markieren, wo sie gerade im Büro oder im Homeoffice sitzen. Was wir aber auch einmal gemacht haben, ist, dass wir dann gefragt haben, wo sie denn jetzt lieber wären als im Büro oder im Homeoffice. Dann kann man quasi die ganze Welt markieren. Und wenn man möchte, kann man dann auch da zum Beispiel noch ein Selfie oder ein Foto verlinken, das dann die Teilnehmer am Arbeitsplatz oder an ihrem Lieblingsort zeigt. Ja, und auch im digitalen Raum, ne? Also wir haben ja über Energizer und Bewegung gesprochen. Also natürlich kann auch da körperliche Aktivierung durchgeführt werden. Also die Teilnehmer können ja trotzdem aufstehen und unterschiedliche Bewegungen machen. Bei einer längeren Veranstaltung haben wir zum Beispiel in einer Pause das sogenannte Lach-Yoga angeboten. Ja, das hält die Teilnehmer dann einfach fit und wach während der Veranstaltung. Okay. Und Lach-Yoga hat gut geklappt? Ja, es war sehr lustig. Okay, du hast ja gesagt, was gut klappt. Was klappt denn nicht so gut? Oder was sind denn so Hindernisse für digitale Veranstaltungen? Also sagst du irgendwas, was euch schwer gefallen ist, wo ihr Probleme hattet? Ja, es gibt ganz klar Herausforderungen, auf jeden Fall bei digitalen Veranstaltungen. Und das ist sowohl als auf technischer als auch auf menschlicher Seite. Also es ist wichtig, erstmal ja, sicherzustellen, dass alles wirklich technisch funktioniert. Also dass die Internetverbindung steht oder dass man zum Beispiel von außen nicht gestört werden kann. Was man auf jeden Fall auch machen sollte, ist sich vorher unbedingt mit den Funktionen des ausgewählten Programms vertraut zu machen. Es gibt ja bei vielen Programmen zum Beispiel die Möglichkeit, die Hand zu heben, um dann eben die Aufmerksamkeit auf sich zu bringen oder sich quasi zu melden. Also dass man solche Funktionen einfach schon vorher kennt. Genau, und wichtig ist natürlich auch, dass nicht nur Sie als Organisator eines Workshops wissen, wie das alles funktioniert, sondern auch die Teilnehmer. Also das auch einfach ein bisschen Zeit einplanen, dass man am Anfang nochmal kurz das Tool erklärt. Was man dann, also so als typisches Beispiel mit der Handmeldung, da muss man die Teilnehmer dann auch nochmal dran erinnern, dass man die Hand wieder irgendwann wieder runternehmen muss, sonst kommt man nämlich vielleicht durcheinander, weil man denkt, dass die sich immer noch melden.
Und wichtig ist halt auch ein bisschen Puffer einzuplanen, immer bei so einer Veranstaltung. Also trotz guter Vorbereitung sehe ich das einfach immer wieder bei auch sehr hochprofessionellen Veranstaltungen, dass es irgendwo technische Probleme gibt und es irgendwas nicht funktioniert. Und da einfach, falls das der Fall ist, eben lieber ein bisschen Puffer einbauen, weil es wäre so schade, wenn dadurch sich alles verschiebt oder man an einer anderen Stelle eben hetzen muss. Ja, genau. Und auch vielleicht nochmal vorher überlegen, was mache ich, wenn es irgendwie schief läuft. Ja, also wenn die Internetverbindung eines Teilnehmers zum Beispiel schlecht ist, hilft es dann auch mal die Kamera auszumachen, also dass der Teilnehmer die Kamera ausmacht. Aber dann sollte man daran denken, dass er oder sie nicht nur seine Kamera ausmacht, sondern auch das eingehende Video auszumachen, weil das dann eben auch nochmal weiteres Datenvolumen reduziert. Okay, du hast gemeint, es gibt aber auch menschliche Hindernisse. Du hast ja bis jetzt nur so von Technik gesprochen. Ja. Genau, also ganz klar, so menschliche Hindernisse würde ich vielleicht nicht sagen, aber sag mal Herausforderungen. Was wir halt immer so gemerkt haben, ist, viele Teilnehmer machen nicht die Kamera an. Und das erschwert auch so ein bisschen die ganze Veranstaltung manchmal. Und ich glaube, auch oft sind die Teilnehmer sich gar nicht so richtig darüber bewusst, welchen Effekt das dann für den Moderator oder auch für die anderen Teilnehmer hat. Es ist ja relativ schwer, Vertrauen aufzubauen, wenn man dann einfach nur diesen schwarzen Bildschirm sieht und nicht weiß, wer sich dahinter versteckt. Also von daher finde ich es wichtig, relativ früh zu kommunizieren, dass sie sich das wünschen, dass die eben die Kamera anmachen, und da auch insistieren. Vor allen Dingen ist das, sag ich mal, so ein grundsätzliches Problem bei diesen digitalen Veranstaltungen ist ja auch, dass man hat weniger soziale Kontrolle und das sogenannte Commitment zu der Veranstaltung ist dann ja auch nicht ganz so hoch. Und auch dafür hilft dann eben das Einschalten der Kamera. Kann ich mir vorstellen. Also wir sehen ja jetzt auch nicht, wer uns zuhört. Und dann kann ich schon verstehen, wenn es gerade nicht so interessant ist, was wir erzählen, wenn jemand immer wegklickt. Was meinst du denn, also digitale Veranstaltungen wären für alle Formate gut geeignet oder gibt es auch irgendwie Grenzen? Also würdest du sagen, für bestimmte Dinge also geht das nicht, dass man das ins Digitale übersetzt? Ja, also natürlich gibt es auch Grenzen. Ja, Aktivitäten, die in einer virtuellen Veranstaltung einfach nicht so gut oder auch einfach teilweise nicht funktionieren. Dazu gehören zum Beispiel so Workshops, in denen es viel um Körpersprache geht, zum Beispiel einem Verkaufsworkshop. Aber auch Veranstaltungen, wo es viel um die körperliche Interaktion von Menschen geht. Und was ich auch immer sehr schwierig finde bei Workshops, ist so diesen Augenkontakt zu Menschen herzustellen, weil man ja nie genau weiß, wen man dann anschaut oder, ne, sag ich mal, man sieht dann eine Person, die lächelt, aber man weiß eben nicht, lächelt sie mich gerade an oder jemand anders. Und so ist es dann auch ein bisschen schwieriger, so eine nahe Verbindung aufzubauen, wie jetzt zum Beispiel im realen Workshop. Und würdest du sagen, es gibt auch Vorteile von digitalen Veranstaltungen? Also wenn du nur so Grenzen nennst, gibt es auch was digitale Veranstaltungen besser können? Ja, auf jeden Fall. Also ich finde halt mal bei all den Herausforderungen, über die man so viel spricht und was auch unglaublich wichtig ist, will ich ja auch gerne betonen, dass digitale Workshops nicht nur eine Second-Best-Lösung sind, sondern dass es auch ganz klar wirklich Vorteile von den digitalen Formaten gibt, auch unabhängig jetzt, sag ich mal, von der Corona-Krise oder Corona-Pandemie. Also zunächst einmal spart man sich Reisekosten und Reisezeiten. Das weniger Reisen hat dann natürlich auch einen positiven Einfluss auf das Klima. Das finde ich sehr wichtig zu sagen. Und dann gibt es noch andere Nebeneffekte. Ja? Zum Beispiel führt es dazu, dass viele Menschen Familie und Beruf auch besser vereinbaren können. Ne? Man nimmt vielleicht eher mal an einer Veranstaltung teil, an der man sonst nicht teilgenommen hätte. Die Teilnehmer können auch ihre Pausen individuell gestalten und können dann zum Beispiel mal in der Pause eine Waschmaschine reinschmeißen. Ein klarer Vorteil liegt auch in der Kostenersparnis für den Veranstalter. Also man muss keinen Raum mieten und kein Catering bestellen. Also das ist natürlich auch ein Vorteil. Und von daher gerade bei Schulungen, wo es stärker um Wissensvermittlung geht, überwiegen ganz klar die Vorteile von virtuellen Formaten. Sehr schön. Ich würde sagen, wir gucken jetzt auch mal, es ist Punkt halb. Wir sind etwas spät dran, aber wir gucken jetzt auf Ihre Fragen. Tut uns leid. Haben wir uns ein bisschen verquatscht.
Das stimmt, wir haben länger gebraucht als gedacht. Ja, hier kommt eine Frage. Svenja, bist du oder soll ich? Ich lese vor, mit oder ohne Kamera, hast du ja schon gesagt. Lieber mit, aus deiner Sicht. Das ist natürlich immer sehr schön, aber jetzt ist natürlich jetzt in dem Sinne auch kein typischer Workshop, von daher ist auch mal ohne okay. Genau, was gibt's noch? Genau, kannst du irgendein Quiz-Tool besonders empfehlen? Hast du irgendwelche guten Erfahrungen gemacht? Ja, also wir haben super Erfahrungen mit Kahoot, tatsächlich, weil also es ist sehr, sehr bunt und sehr lustig, aber man hat ganz viele unterschiedliche Funktionen, die man da nutzen kann und kann auch mit sehr vielen spielen. Also das so, war so, was wir viel genutzt haben. Aber es gibt noch andere Quiz-Tools, also Quizzes und dann gibt es natürlich auch diese Abfragetools, also zum Beispiel Mentimeter, wo man dann diese Live-Abfragen machen kann. Die kann man auch als Quiz-Tool dann nutzen. Okay. Ob wir Tipps haben für eine virtuelle Weihnachtsfeier, gibt es noch. Ja, wir haben selber nächste Woche Dienstag eine. Also da gibt es ganz unterschiedliche Sachen. Man kann zum Beispiel einen Escape Room machen, zusammen als Team. Man kann zusammen kochen. Man kann irgendwie auch Quizzes machen zusammen. Man kann so Networking-Tools verwenden. Es gibt so auch Tools mittlerweile für einen virtuellen Sektempfang. Also wirklich alles Mögliche. Ja, fällt dir noch was ein? Ja, was natürlich schön ist, das kommt natürlich auch immer ein bisschen drauf an, wie viel man dann so investieren möchte in so einer Weihnachtsfeier. Aber man kann natürlich auch irgendwie so kleine Geschenkpakete den Leuten nach Hause schicken. Also entweder irgendwas zu trinken, irgendwie ein kleines Säckchen oder irgendwie, wenn man was zusammen kochen will. Also sowas finde ich immer noch ganz lustig. So. Ja. Ich sehe Ich glaube. keine anderen Fragen mehr. Siehst du noch was? Nee, eigentlich nicht. Also, ansonsten, Sie können uns gerne noch Löcher in den Bauch fragen. Wir sind noch da. Warum man keine anderen Fragen sieht, es ist so, dass nur wir die Fragen sehen können. Also, und deswegen lesen wir die laut vor. Das ist bei GoToWebinar so eingestellt. Genau. Vielleicht abschließend noch, Annika, hast du irgendwas, was du unseren Teilnehmern auf den Weg geben möchtest, bevor ich eine Take-Home-Message rausgebe? Ja, also vielleicht nochmal, ja, wir sind ja gerade nochmal so zu diesem Thema Vorteile, ne? Also es gibt auf jeden Fall auch Vorteile von Workshops, wenn man so diese Chat-Funktion hat, können eben auch irgendwie Teilnehmer, die vielleicht sonst sich nicht trauen oder erschüchtert sind, auch eine Frage stellen. Das finde ich schon mal super. Und auch einfach digitale Formate sind auch eine Arbeitserleichterung, auch im Nachgang, ne? Weil sonst muss man mal im Workshop einfach nochmal so ein ganzes Kärtchen abfotografieren und abtippen. Und wenn man so eine digitale Pinnwand nutzt, reicht einfach ein Screenshot und das ist dann nochmal irgendwie einfacher. Ja, also so, um das jetzt mal so zusammenzufassen, ich würde sagen, dass so langfristig digitale Formate unser Leben auf jeden Fall erleichtern können. In manchen Fällen ist es natürlich schön, sich real zu treffen, aber man muss auch immer individuell schauen, was am besten passt, ne? Und ich würde Ihnen gerne ans Herz legen, es einfach mal auszuprobieren. Man kann super kreativ sein, es macht super viel Spaß. Hilfreich ist es auch einfach, selber an digitalen Veranstaltungen teilzunehmen und dann zu schauen, was gut funktioniert und was nicht so gut funktioniert. Und was ich auch so ganz spannend finde, für viele Dinge, von denen man zunächst gedacht hätte, das geht digital gar nicht, gibt es dann doch eine Lösung. Ja? Zum Beispiel gibt es so Web-Anwendungen, die den typischen Smalltalk ermöglichen, der immer normalerweise beim Sektempfang oder der Kaffeepause auf einer Konferenz hat. Man bewegt sich dabei in einem virtuellen Raum und kann wie bei einem Sektempfang quasi spontan entscheiden, zu welcher Gruppe man sich anschließt zu einem Gespräch. Ja. Und genau, also vielleicht nochmal so als letzte Message oder auch Learning für uns. Nicht nur wir haben dazu gelernt oder nicht nur Sie lernen dazu, sondern die Teilnehmer lernen natürlich auch dazu. Also am Anfang des Jahres waren digitale Formate für die meisten Menschen noch ziemlich neu und mittlerweile sind schon viele vertrauter damit und die digitalen Veranstaltungen funktionieren einfach immer besser. Sehr schön. Schönes Schlussstatement. Wir haben noch Fragen bekommen, tatsächlich, während du geredet hast. Und zwar, nicht jedes Tool bietet Breakout-Sessions an. Ja, das stimmt. Haben Sie einen Tipp für Workshops mit etwa 10 Personen ohne Breakout-Sessions? Ist das möglich?
Also, was man natürlich machen kann, wenn so ein Tool keine Breakout-Sessions anbietet, einfach zwei parallele Meetings einfach aufsetzen und sich dann wieder in gemeinsamen Meeting treffen. Das wäre so ein Workaround, falls es Ihnen darum geht. Ansonsten mit 10 Personen ist es tatsächlich, glaube ich, schon digital schwierig, wirklich zu arbeiten. Ich würde sagen, da ist eine gute Strukturierung einfach extrem wichtig, dass man sich genau überlegt, was geht, was geht nicht. Also dann auch klar sagen, okay, wir brainstormen jetzt jeder 5 Minuten. Ich glaube, da sind nochmal klare Arbeitsaufträge einfach nochmal wichtiger. Und ja, auch so, dass man die Regeln einhält, also so mit Handzeichen geben zum Beispiel. Das würde ich sagen. Hast du was zum Ergänzen, Annika? Ja, tatsächlich haben wir halt genau die Dinge, die du jetzt ansprichst, auch so gemacht. Also zum Beispiel bei der Jahrespaarung, da hatten wir 140 Teilnehmer und wir wollten diese 5 Workshops mit denen machen. Und das konnten wir natürlich nicht in so einer Breakout-Session machen, weil die Breakout-Session über Zoom zum Beispiel, da muss man die Teilnehmer manuell dann in die einzelnen Unterräume sortieren. Und das geht natürlich nicht bei 140 Teilnehmern. Von daher haben wir da zum Beispiel dann die kleinen Gruppen schon vorher dann über Zoom, über Teams zusammengestellt. Und das waren dann sozusagen einfach 5 parallele eigene Events sozusagen. Ja. Kann man Arbeitsgruppen auch im Chat machen, lese ich gerade hier. Also so Workshops im Chat. Also ich glaube, Workshops nur im Chat zu machen, ist tatsächlich schwierig. Man kann Sachen auch im Chat besprechen, aber nur per Chat stelle ich mir schwierig vor. Was meinst du? Ja, es kommt natürlich immer darauf an, irgendwie so ein bisschen, worum es geht. Also ich weiß bei Zoom, dass das geht. Da kann man sozusagen jetzt, sage ich mal, die Teilnehmer, die bei mir in der Gruppe sind, die könnte ich jetzt nochmal in eine Chatgruppe stellen. Da müssen die sich allerdings mit einem eigenen Zoom-Konto für eingeloggt haben. Das wäre dann die Bedingung. Dann könnten die zum Beispiel miteinander chatten. Das kann manchmal auch helfen, wenn man irgendwie parallel einfach, ne, während dem Workshop nochmal irgendwas besprechen möchte oder so. Aber klar, das hat natürlich jetzt nicht den Workshop-Charakter, den das eigentlich haben sollte. Danke. Ich dachte, es geht um Workshops tatsächlich und nicht um die technische Funktion. Ja. Vielleicht, ja, genau. Vielleicht ging es genau darum. Wie heißen die Live-Abstimmungstools? Da gibt es ganz viele. Also zum Beispiel GoToWebinar hat eins integriert, was wir benutzen. Zoom hat auch so Live-Abstimmungen selbst integriert. Ich weiß auch Direct nicht. Call ist eins, was ich auch benutzt habe. Das fand ich super. Das ist auch, Mentimeter, wenn es genau. Meta funktioniert gut. Das kann man dann auch direkt in seine PowerPoint-Präsentation integrieren. Genau. Was muss man bezüglich Datenschutz beachten? Generell DSGVO-Konformität natürlich, die Teilnehmer informieren und einholen quasi den Datenschutz, dass sie zustimmen müssen den jeweiligen Bedingungen. Ich bin auch keine Datenschutzexpertin, deswegen bitte alle Antworten ohne Gewähr. Es gibt bestimmt noch Ja. was, was man beachten muss. Fällt dir noch was ein? Ja, ich bin jetzt auch nicht die Datenschutzexpertin. Allerdings, was wir zum Beispiel schon immer machen, wenn wir das jetzt aufnehmen, dass wir dann halt vorher irgendwie fragen, darüber informieren, dass das jetzt aufgenommen wird. Vor allen Dingen dann, wenn sozusagen die Teilnehmer dann auch die Kamera anmachen, ne? Also, dass die eben dann auch darüber Bescheid wissen, dass dieser Workshop jetzt zum Beispiel aufgenommen wird. Das wäre so eine Sache, die wir auf jeden Fall immer machen. Ja, das ist bei uns jetzt bei GoToWebinar, deswegen nehmen wir das auf, weil keine Namen von Ihnen zum Beispiel zu sehen sind. Also, und trotzdem informieren wir Sie immer vorab nochmal, damit Sie Bescheid wissen. Ja, das ist jetzt komplett anonym, ja, jetzt gerade. Ja. So, ich sehe nichts mehr. Nee. Dann noch kurz ein Ausblick. Ja, Take-Home-Message. Wir haben eigentlich viel schon gesagt, deswegen nur ganz kurz. Bereiten Sie sich intensiv vor. Also Planung ist alles bei digitalen Workshops. Ich würde sogar so, noch mehr sagen als bei Präsenzveranstaltungen. Beugen Sie technischen Problemen vor und seien Sie gerüstet, falls Sie doch kommen. Kommunizieren Sie direkt und machen Sie klare Ansagen. Fragen Sie na aktiv nach, wie es den Teilnehmern geht, um so ein bisschen die ja, nonverbale Kommunikation zu erleichtern und nutzen Sie Icebreaker, Energizer und alle anderen möglichen Aktivierungsmöglichkeiten. So, Und dann kleiner wird Ihre Ausblick. digitale Veranstaltung zum Erfolg. Genau, kleiner Ausblick noch. Falls Sie sich für digitale Workshops interessieren, am 3.12., also diesen Donnerstag um 11, geht es um virtuelle Lernumgebung. Das ist das mit den Avataren, was ich erzählt habe. Da zeigen wir Ihnen auch mal eine, wie das so ausschaut und berichten, wo man die alle einsetzen kann.
Und beim nächsten digitalen Dienstag am 15.12. um 15 Uhr wieder, diesmal eine Stunde lang, geht es darum, wie Sie virtuell auch gut wirken. Ja, dann freuen wir uns auf Ihr Feedback. Sie können uns jederzeit noch erreichen. Ich schicke Ihnen die Präsentation. Und wünsche Ihnen einen schönen Nachmittag. Ja. Vielen Dank, vielen Dank und einen schönen Nachmittag auch von mir aus.